Unsere letzte Vortragende ist Frau Katrin Göbel mit dem Thema der menschliche Wille im Spannungsfeld von Selbstbestimmtheit und Forschung aus islamischer Perspektive. Frau Göbel ist Islamwissenschaftlerin, Schriftstellerin, Verlegerin und Übersetzerin von zahlreichen Werken aus dem orientalischen Sprachraum. Somit gilt sie als anerkannte Spezialistin dieses Kultur und Literatur. Ihr letztes Werk, Gottes geheimnisvoller Name, Al-Asma'ul Husna, die 99 schönsten Namen Gottes, erschien am 19. Juli 2019 im Meindonner Verlag. Frau Göbel, bitteschön. Hallo, hören Sie mich? Hören Sie mich? Ja, wir hören dich. Ja, okay, gut, fein. Ich bedanke mich für die ehrenvolle Einführung. Und ich bin jetzt zum ersten Mal als Gast bei Ihnen und ich freue mich, dass, wie der Zufall so spielt, in meinem vorgesehenen Vortrag eben auch verschiedene der Punkte beleuchtet werden, die wir vorher von Schopenhauer hatten, von Nietzsche zum Beispiel, auch von Wagner kurz. Und das ist ganz schön, dass man müsste eigentlich nochmal dann vielleicht auch die Dinge gegenüberstellen. Aber ich fange jetzt mal an. Das Spannungsfeld von Selbstbestimmtheit und Vorsehung ist ein spannendes Thema. Die Theorien und Thesen. Ich habe jetzt aber nicht vor, neue hinzuzufügen, sondern ich möchte hier Dinge zu bedenken geben und flexible Prozesse auslösen. Denkanstöße geben, die nicht in festgefügten Thesen enden. Um das zu illustrieren, also keine Angst, ich degradiere nicht zur Märchenerzählerin, aber ich habe zwei Geschichten, mehr nicht. Die eine, die ich hier gerne anbringen möchte, weil sie sehr schön illustriert, wo ich gerne hin möchte, zu diesen verschiedenen Thesen, ist eine klassische Derwisch-Geschichte von Nasruddin im Weißen Narren. Die ist recht kurz und sie beginnt damit, dass der Dorfrichter kurzfristig und unvorhergesehenermaßen erkrankt ist. Und so sitzt am Morgen als sein Vertreter Nasruddin in der würdevollen Robe dem Gericht vor. Und man bringt ihm zwei Männer herein, die streiten sich schon über alle Maßen, während sie hereinkommen. Und das ist ein bisschen Mühe, die beiden zur Ruhe zu bringen, dass nun endlich mal einer seine Sichtweise vorträgt. Und Nasruddin hört ihm geduldig zu und stellt dann fest, du hast recht. Da stürzt der Gericht Nasruddin und sagt ganz leise zu ihm, euer Ehren, das geht nicht. Sie müssen erst alles gehört haben, ehe Sie recht sprechen können. Ja gut, dann spricht der andere Mann. Der war sehr eloquent und sehr intelligent und wusste auch seine Sichtweise sehr nachvollziehbar vorzutragen. Nasruddin war begeistert, er hatte alles verstanden und er sagte, du hast recht. Der Gerichtsdiener, der machte wieder einen großen Satz und flüsterte zu Nasruddin, euer Ehren, das geht nicht. Sie können nicht beiden Recht haben. Sie müssen Recht sprechen. Nasruddin guckt ihn groß an und sagt, ja, du hast recht. So, das meine ich. Wenn wir jetzt kommen zwischen Vorsehen in dieser Geschichte ist sehr, sehr viel mehr Weisheit, als man im ersten oberflächlichen Moment geht um Punkte wie Toleranz, um Akzeptanz, um Empathie und sehr viel mehr, wenn man sie analysiert. Um jetzt zur Vorsehung und Selbstbestimmtheit zu kommen, gibt es zwischen den beiden einen gravierenden Unterschied. Die Vorsehung ist grenzenlos und wird Gott zugeordnet. Die Selbstbestimmtheit ist begrenzt und wird dem Menschen zugebilligt. Auch hier möchte ich die zweite Geschichte jetzt erzählen. Und zwar ist es eine der ältesten überlieferten Lehrgeschichten. Und zwar die Geschichte vom Mann, der vor dem Tod flieht, weil Vorsehung und Selbstbestimmtheit hat in letzter Konsequenz auch immer mit Tod und Leben zu tun. Diese Geschichte stammt aus dem Werk mit dem Namen im Deutsch Geschichten, die nach einem Design, das wäre Nakhsh, geformt wurden und sie stammt von Al-Fudail ibn Ayad al-Khorasani. Das war der Lehrer des berühmten Ibrahim ibn Adam, der gestorben ist 803 in Mekka. Die Geschichte trägt den Titel Der Tod in Bagdad. Es wird
Jakes erzählt, der eines Tages im Teehaus saß, als er das Gespräch zweier Gestalten am Nebentisch mithörte, dem er entnahm, dass es sich bei dem einen um den Todesengel handeln musste. Ich habe in dieser Stadt in den kommenden 3 Wochen mehrere Aufträge auszuführen, sagte der Engel zu seinem Gefährten. Voll Entsetzen versteckte sich der Schüler, bis die beiden gegangen waren. Danach floh er Hals über Kopf aus der Stadt, denn dies schien ihm die sicherste Methode, um zu vermeiden, dass der Engel zu ihm kommen würde. Er erwarb ein schnelles Pferd und galoppierte die Nacht hindurch und auch den nächsten Tag nach der entfernten Stadt Bagdad. Währenddessen stattete der Todesengel einen Besuch bei seinem Sheikh ab und sie unterhielten sich über verschiedene Zeitgenossen. »Wo eigentlich steckt dein Schüler so und so?« fragte der Todesengel schließlich beiläufig. »Er sollte in der Stadt sein, befasst mit seinen Übungen und Meditationen. Ja, Sarawanserei?« »Merkwürdig«, sagte der Todesengel, »denn er steht auf meiner Liste in 4 Wochen in Bagdad.« Ja, das ist die Geschichte. Ich mache hier einen Schwenker zum Koran, und zwar zu Sure 4, das ist Ayat 78. Und der Koran sagt dazu, wo auch immer ihr seid, der Tod ereilt euch doch und wäret ihr in hohen Burgen. Stellen wir fest nach dieser Geschichte, die Flucht vor dem Tod ist sinnlos. Aber es geht eigentlich auch gar nicht darum, wie man dem Tod entkommen kann, denn dieses Thema fällt in den sozusagen den Zuständigkeitsbereich der Vorsehung, sondern es geht viel um die Zeit, die einem Menschen hier gegeben ist, zu seinem eigenen Besten zu nutzen. Und genau dies zum Beispiel erfordert eine grundsätzliche und selbstbestimmte Entscheidung. Damit wären wir beim Prinzip von Inshallah, so Gott will. Dieses Prinzip ist ein großer Schritt zur Harmonisierung der beiden Pole Vorsehung und Selbstbestimmtheit. Nämlich das Wissen um die Bedingtheit des menschlichen Willens und die Anerkennung seiner Abhängigkeit von Gottes Willen wird zum Beispiel bei einem bestehenden Vorhaben oder der Formulierung zum Ausdruck gebracht durch ein Inshallah. So Gott will, wird es so sein. Man würde im modernen Hochneudeutsch sagen, das ist eine Art von Bridging. Hier sind wir beim unweigerlich da anhängenden Thema von Kismet. Der Islam lehrt, Gott ist seiner Schöpfung nicht fern. Er hat sie auch nicht sinnlos erschaffen. Er selbst begleitet seine Geschöpfe und bestimmt ihre Geschicke. Und dieser Art zeigt ihr seine Fürsorge in den Details des Lebens. Der Koran sagt dazu, das wäre Sure 63, Ayat. Und Gott ist dessen wohlkundig, was ihr tut. Hier kommen wir auch zum, streifen wir leicht das Thema von Ibn Isfahani. Die Vorsehung bewirkt, dass die Menschen in unterschiedlichen Lebensumständen auf die Probe gestellt werden. Denn die Welt ist der Ort der Bewährung. Es hat uns niemand das Paradies hier auf Erden versprochen. In den 3 großen Religionen zum Beispiel, in den Religionen des Buches, im Judentum, im Christentum, kommt das Paradies immer danach und nicht hier auf Erden, obwohl wir immer versuchen, es hier zu etablieren, was fürchterlich schief geht. Nennen wir es hier ein Trainingscamp. Und es ist müßig, wenn ein Soldat an der Front, so kommen wir zu Aristoteles, darauf fokussiert, wozu er ausgerechnet in der Kälte im Graben im Matsch liegt und unentwegt fragt, warum er auch noch einen so schweren Rucksack mit sich schleppen soll. Gleichermaßen nutzlos ist es, wenn wir Menschen sagen, warum lässt Gott dies oder das zu? Warum wird mir das angetan? Warum stirbt die Person, die ich liebe, gerade jetzt? Warum? Das hat damit zu tun, dass es ein Unterschied ist, ob man plötzlich im Paradies aufwacht und eben dort ist, dann vertrieben wird und eines Tages, nachdem man sich die Rückkehr
zum Paradies erarbeitet und verdient hat. In dem Fall kehrt man, ich verstehe Paradies jetzt hier unter anderem auch in dem Fall kehrt man als ein anderer dorthin zurück. Man kennt nun den steinigen Weg dorthin ins Paradies. Man ist ihn selbst gegangen. Dieses Prinzip wird viel besprochen in der mystischen Terminologie des Islam, nennt es sich Hal. Hal ist eine Art blitzartiges Aufflammen, eine Art Erleuchtung, gegebenenfalls auch einhergehend mit einem kurzfristigen, berauschenden Zustand. Die andere Seite davon ist das Makam. Das Makam ist ein, auf der sich das, was man erlernt hat, manifestiert hat. Auf das Hal und seinen vielleicht berauschenden Zustand hat man keinen Einfluss, aber auf das Makam hat man Anrecht. Es ist einem zu eigen geworden. Prototypisch für diese Denkweise steht hier die Persönlichkeit von Al-Halaj. Für die Fähigkeit oder für den Weg, den eigenen menschlichen Willen bis zum äußersten Vermögen eines Menschen, dem anzugleichen, von dem man versteht, was Gottes Wille und Wollen sein mag oder was man als dessen erkannt zu haben meint. Man versucht, dass der eigene Wille in Gottes Wille aufgeht, das eigene Wollen und Willen eben quasi, obwohl man kommt da in gefährliche Zonen hinein, dem von Gott angeglichen. Bei Al-Halaj ging das leider dramatisch aus, denn in einer dieser ekstatischen Momente, in denen er eben dieses Aufgehen spürt seines Willens in den übergeordneten großen göttlichen Willen, äußerte er den verhängnisvollen Satz, ich bin Gott. Und man ließ in der Zeit und unter den Umständen, wo er das geäußert hatte, seinen entrückten Zustand nicht, man tötete ihn. Die Geschicke der Menschen unterliegen allein dem Willen Gottes, der in seiner unbegrenzten Allmacht uneingeschränkt über das Leben seiner Geschöpfe verfügt. Sein unbedingter Wille ist die Ursache jeden Geschehens und jeder Handlung in der Welt und im Leben des Einzelnen. Dies impliziert aber keinesfalls eine Annullierung der Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Auch wenn dies häufig stark vereinfachend als Kismet, was aus dem arabischen Kismet-Anteil los wird, und zu einer schicksalsergebenen passiven Haltung angesichts von Schicksalsschlägen wie auch gegenüber alltäglichen Ereignissen führen kann. Zahlreiche berühmte und ernstzunehmende Religionsgelehrte, wie zum Beispiel Al-Razali, pochen darauf, dass man selbstverständlich um Verbesserung beten soll, selbstverständlich Medizin nehmen soll und selbstverständlich liegen soll, in der die Pest ausbricht. Denn auf seiner eigenen Ebene ist und bleibt jeder Einzelne verantwortlich für sich selbst und für sein Tun. Es ist ihm freigestellt, es obliegt seinem freien Willen, sich dem göttlichen Willen unterzuordnen. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Diese Verflachung diese Verflachung durch dieses Kismet-Prinzip macht sich zum Beispiel auch in einfachen Gesellschaftsschichten immer wieder, zum Beispiel dadurch findet es Ausdruck, dass man sagt, dass die Ursache der Behinderung eines Enkelkindes beispielsweise durch ein lasterhaftes Leben des Großvaters hervorgerufen sein könnte. Oder dass jemand, der vom Pech verfolgt scheint, im Vorhinein für Fehltritte seiner späteren Nachkommen büßt. Hier werden wir auch, dieses Thema hatten wir auch vorhin angesprochen, so diese Sache
dieses Prinzip von Ursache und Wirkung und Vor- und Nachzeitigkeit, was nicht immer unserer Wahrnehmung hier entsprechen muss. Es verhält sich zum Beispiel ja auch so, dass wenn von 10 Männern, die ein Haus betreten wollen, vielleicht finden, und es macht sich dann der 10. es einfach zu einfach, wenn er dann behauptet, das geschah auf Befehl des Allmächtigen hin. Nein, er muss selbst herausfinden, gefälligst, worin seine eigene Unzulänglichkeit bestand. Im Islam haben wir in der inneren Mystik die Lehre von den 99 Namen Gottes, Al-Asma Al-Usna. Diesen 99 Namen ist immer ein jeweiliger Aspekt zugeordnet, der sehr speziell ist. Natürlich, es gibt unendlich viele Aspekte von Gott, aber es sind hier nur einmal 99 und sie haben eine bestimmte Reihenfolge und das ist die Reihenfolge, die sie auch im Koran vorkommen. Ich komme hier kurz auf die Nummer 70, Al-Muqtadir, der Allmächtige. Dieses Thema hatten wir vorhin auch sehr ausführlich, nämlich die Macht. Gott schuf die Macht, sagt der Islam, und er allein ist Herr über jegliche Macht. Solange er seinen Geschöpfen keine Macht verleiht, sind sie ohnmächtig, unfähig und bedürftig. Und so stärkt er die Schwachen und schwächt die Starken. Lässt sie Frieden schließen oder lässt sie sich bekämpfen. Allem und jedem, das existiert, wird ein Quantum Kraft zugewiesen. Und wem er zum Sieg verhilft, der sollte sich dessen unbedingt bewusst sein. Er wollte siegen, er wollte kämpfen, er hat gekämpft, er hat gesiegt. Aber er, großgeschrieben, ist es, der ihn siegen ließ. Und er, großgeschrieben, ist es, der ihn seine Feinde überwinden ließ. Gott in seiner Allmacht gab dem Menschen ja nicht nur sein Sein. Auch jegliche Machtausübung des Menschen stammt ursächlich von Gott allein. Auch alles menschliche Tun und insbesondere, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt mal, der freie Wille des Menschen, der ihm Antrieb ist bei seinem Tun und auch Quell seiner Freude ist. Bahauddin der Vater seines berühmten Sohnes Jalaleddin Rumi, verwendet als Metapher für die Wahlfreiheit des Menschen das Bild von Gottes Vorsehung als der Sonne, deren Strahlen auf den Menschen fallen, der sie dann auf seine eigene individuelle Weise reflektiert. Beides, Vorsehung und freier Wille, haben ihre Funktion und schließen sich gegenseitig nicht im Sinne eines Entweder. Das Spielfeld dieser Dualität lässt sich durch eine in diesem Zusammenhang viel zitierte Koranstelle illustrieren, die in aller Deutlichkeit auf die Vorbestimmung verweist. Das ist aus Sure 9, Ayat 51. Uns wird nur das treffen, was Gott uns bestimmt hat. Hier kämen wir unweigerlich vom Fluss her zum Thema Tawakkul, Vertrauen in Gott. Der Koran in Sure 3, Ali Imran, Ayat 159 sagt, und wenn du entschlossen bist, dann vertraue auf Gott, denn für gewiss Gott liebt diejenigen, die vertrauen. In unsere modernen Denkschemen lässt sich das in etwa übertragen mit Vertrauen auf etwas Übergeordnetes außerhalb von einem selbst zu haben. Das heißt, man ist nicht allein, man ist sowieso nicht, nie allein. Eine Bekannte von mir, sie ist Afrikanerin, sie erzählte mir zum Beispiel, wenn sie in schwierigen Situationen ist, ich versuche es jetzt mal auf auch eine moderne Weise auszudrücken, dieses Prinzip, wenn sie zu einem Vorstellungsgespräch muss oder wenn sie eine Unternehmung oder ein Projekt hat, wo sie Angst hat, oh, hoffentlich klappt das, dann alle ihre weiblichen Vorfahren mit zu diesem Termin, denn sie hat ihre verstorbene Mutter, die Tanten, die Großtanten, die Großeltern, die Urgroßeltern, auch mal eine jung verstorbene Nichte und jede
dieser Frauen hat ein bestimmtes Talent und einen bestimmten Aspekt. Und sie nimmt sie einfach mit, innerlich, mit sich. Und das ist die Ahnentheorie. Und sobald sie dann Hilfe braucht in ihrem Termin, da meldet sich schon eine von ihrem Stamm, die sie da mitgenommen hat. Gut, kommen wir zurück. Der auf diesem Pfad Reisende vertraut auf unter allen Umständen und gleich, ob diese mit Freude, Leid, Leichtigkeit oder Schwierigkeiten einhergehen. Dies ist keine leicht zu erreichende Stufe, denn einerseits ist der moderne Mensch gewohnt, sich auf sich selbst zu verlassen, ganz so, als wäre er allein auf sich selbst angewiesen oder als gäbe es tatsächlich andere Quellen oder Kräfte neben Gott. Das andere Extrem zu dieser Haltung ist unweigerlich Unbalanciertheit. Denn wenn dieses vermeintliche sich auf Gott verlassen zur bequemen Ausrede wird für mangelnde Eigeninitiative und Anstrengung, was zu einer Art passiven Schicksalsgläubigkeit, Kismet führt. Es gibt eine berühmte Hadith vom Propheten Mohammed. Diese ist überliefert von At-Tirmidhi und verdeutlicht dies auf Weise. Eines Tages kam ein Beduine, um den Propheten zu treffen, und ließ sein Kamel vor der Moschee zurück, ohne es anzubinden. Der Prophet fragte ihn nach dem Grund dafür und er gab zur Antwort, dass er auf Gott vertraue. Der Prophet wies ihn daraufhin an: Binde dein Kamel an, aber vertraue auf Gott. Hier haben wir genau die Gleichzeitigkeit und wo die beiden Pole sich treffen und zusammenkommen. Dieser Ausspruch, binde dein Kamel an, aber vertraue auf Gott, dieser Ausspruch fasst in 8 Worten das unendlich komplexe System einer Harmonie-Zeitlichkeit von Vorbestimmung und Selbstbestimmtheit zusammen. Jalaluddin Rumi zum Beispiel verweist auf eben diese Gleichzeitigkeit in einem seiner Verse. Er sagt, der schafft sogar noch mit einem Wort weniger, binde das Knie des Kamels mit Tawakul. Tawakul ist Vertrauen, haben wir gesagt. Der Begriff Tawakul impliziert sowohl Glauben als auch Gewissheit. Vertrauen ist aber ein zerbrechliches Gut, das sich weder durch Intellekt noch Rationalität erzeugen lässt. Vielmehr muss es wachsen und entstehen können. Es braucht Raum, sich zu entwickeln und zu entfalten. In seinem Kash al-Majd al-Hujwiri, dass tatsächliches Vertrauen eine bestimmte Grundhaltung impliziert, die mit aktivem Handeln sowie dem Gefühl, sich verlassen zu können, einhergehen muss, damit sich daraus eine spirituelle Kapazität entwickeln kann. Vertrauen in Gott ist eine hohe Stufe. Gott gibt den Menschen viele Gründe, kein Vertrauen zu haben. Wir haben auf unserer Erde Katastrophen, Ungewissheiten, zerschlagene Hoffnungen, Verzweiflung und. Und so setzt diese Stufe die Erkenntnis voraus, das Vertrauen auf der Basis, dass einem jemand nützlich zu sein scheint oder weil man bei einer Sache Glück hatte und eine positive Erfahrung machen konnte, noch lange kein wirkliches Vertrauen bedeutet. Im Sprachgebrauch wird Vertrauen meist mit sich verlassen können verwechselt, was eine Vorstufe darstellt, die zum Beispiel beim Zähmen von Tieren eine Rolle spielt. Tatsächlich aber ist Vertrauen die 4. Stufe. Die 1. Stufe ist Reue, Tawat. Die 2. Stufe ist die Rückkehr zum Richtigen, Inawat. Und die 3. Stufe ist Entsagung, Sud. Über die Jahrhunderte hin haben Mönche, Eremiten und Adepten der unterschiedlichsten Schulen ihr Bemühen, diese spezielle Kapazität zu erwerben, immer wieder es zu einer Obsession werden lassen, der sie sich ein Leben lang hielt, ohne auf diesem Weg voranzukommen. Das prototypische Beispiel per excellence für den positiv denkbarsten Umgang mit der Macht stellt der Prophet Suleiman dar. Im Koran
wird berichtet, dass Gott gewährte Suleiman, dem Sohn Dauds, Macht und großzügige Gaben in solcher Zahl, dass es jedes Maß überstieg. Auch der Prophet Suleiman hatte eine schwere Prüfung zu bestehen, aus der er gestärkt hervorging. Und dann war ihm so viel Macht zu verleihen, wie sie kein anderer je zu tragen vermögen würde, auf dass er, Suleiman, sie zum Besten nutzen und ohne Missbrauch verwende. Gott gewährte ihm seine Bitte und es war Suleiman allein überlassen, ob und wie viel er von seiner Macht weitergab und ob und wie viel er für sich selbst bereithielt. So, noch ein paar Minuten, schaffen wir. Die Erschaffung des menschlichen Tuns. Es gibt hier eine sehr bekannte, die sagt, arbeitet. Denn jedem wird bei dem geholfen, für das er geschaffen wurde. Eine andere Hadith sagt, das, wofür du geschaffen wurdest, fällt dir leicht. Der Islam lehrt, da wäre nichts, das existiert und das nicht von Gott gewollt wäre. Denn alles hängt von ihm ab und alles geht aus seinem Willen hervor. Was er will, geschieht. Und hätte er etwas nicht gewollt, so hätte er sein Gegenteil erschaffen oder hätte nichts erschaffen oder hätte es zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt. Hier hatte Dr. Isfahani auch vorhin gesprochen über das Sein und Nichtsein, das in gewisser Maßen dasselbe auch ist in Bezug auf Gott. Und der große Unterschied zwischen diesem Sein durch Gott und dem Nichtsein durch Gott ist, dass Gott sagt, kun fayakun, sei und es ist. Wenn er nicht sagt, sei und es ist, dann ist es eben nicht. Gott erschuf den Menschen und all dessen Handlungen. Man sagt Haraka zu den Handlungen und es gibt ein Sprichwort, das im Alltag viel benutzt wird, Haraka fi Baraka. Es liegt Segen im Handeln. Diese menschlichen Handlungen, die sich insgesamt gleichen, beruhen auf Bewegung, Haraka, des menschlichen Körpers und auch sie sind seiner Macht unterstellt. Es gilt nicht nur für die Bewegung des Menschen, auch für sein Tun im Guten wie im Schlechten. Suhrawardi, große Sheikh Suhrawardi, betont, dass auch Ungehorsam, sogar Polytheismus, Gottes Ratschlag und seiner Vorherbestimmung unterliegt. Dennoch ist der Mensch für seine eigenen Taten, über die er mit seinem eigenen freien Willen bestimmen kann, verantwortlich. Und er trägt die volle Verantwortung für sein Tun, dessen Konsequenzen weit über dieses Leben hinausreichen. Sheikh Saad sagt dazu in seinem Gulistan, dem Rosengarten, zwei Dinge sind unmöglich, dass du erfolgreicher bist, als es dir bestimmt ist und dass du vor der dir bestimmten Zeit stirbst. Hier haben wir auch wieder die Selbstbestimmung drin. Man möchte erfolgreich sein und man möchte so erfolgreich sein, wie es nur geht. Und dieses, wie es nur geht, ist die Grenze dessen, was einem bestimmt ist. Ich komme zum Abschluss. Ich möchte zum Abschluss mit einer kurzen Hadith, eine der Überlieferungen vom Propheten Mohammed, schließen. Diese Hadith wurde berichtet von Ibn Mas'ud und die Überlieferung ist von Al-Bukhari und der anderen auch in dem berühmten Riyad al-Salihin, die Gärten. Der Prophet Mohammed zeichnete ein Rechteck, das er in der Mitte mit einer Linie waagerecht unterteilte, wobei diese Linie auf einer Seite über das Rechteck hinausstand. Es gibt drei seiner Zeitgenossen, seiner Gefährten, dem er das erklärt hat, wie es sich mit dem Schicksal und dem Menschen verhält, dann nachgezeichnet haben. Es sind so drei nachempfundene Bilder, es ist wohl keines ganz authentisch, aber auch diese sind in der Hadith überliefert. Und ich freue mich, wenn wir es kurz in Bild halten können. Ich kann es nicht sehen.
Ich habe schon das gezeigt. Also ich denke, unsere Teilnehmer können das sehen, oder? Wir können es sehen. Okay. Danke. Ich denke, Sie können nur nicht das sehen. Die anderen sehen schon der erste Bild, das Sie mir geschickt haben. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann sage ich nochmal schnell nochmal den Satz. Noch drei Sätze. Der Prophet Mohammed zeichnete ein Rechteck, das er in der Mitte mit einer Linie waagerecht unterteilte, wobei diese Linie auf einer Seite über das Rechteck hinausstand. Über diese Linie zog er innerhalb des Rechtecks senkrecht einige kleinere Striche. Dann sagte er, und er wies dabei auf die Mittellinie. Und das ist sein Tod, der ihn umgibt, und er wies dabei auf das Viereck. Und das, was von ihm über diesen Tod hinaussteht, ist seine Hoffnung. Und diese kleinen Striche sind Dinge, die ihm zustoßen. Und wenn ihm das eine nicht trifft, so trifft ihn eben das andere. Und wenn ihn dieses nicht trifft, dann trifft ihn jenes. Ich bedanke mich und freue mich, dass ich bei Ihnen sein durfte.